Hallo, ich heiße Theresa und reise am liebsten mit Lemat. Das erste Ziel meiner Reise ist Borgo Coloti, eine knappe Stunde von Perugia entfernt. Wir kommen spät abends an. Nach einem scheinbar endlosen Weg durch die Dunkelheit des Waldes wähnen wir uns schon verloren. Doch plötzlich, eine leuchtende Kuppel ragt aus der Dunkelheit heraus. Vor mir das astronomische Observatorium von Coloti. Es ist schon anmutig, dass ausgerechnet hier ein Instrument steht, mit dem man in die Dunkelheit hineinblicken kann. Dann kommen uns Franco und Anna entgegen. Ciao, ben arrivati. Sie öffnen uns die Tür zu unserem Haus. Endlich. Allora, siamo a Borgo Coloti. Franco erzählt uns etwas über den Ort Coloti. Er sagt, dass der Grundstein für Coloti im Jahr 1000 nach Christus gelegt und die Kirche San Lorenzo bereits 1300 das erste Mal erwähnt wurde. Am Anfang war Coloti eine militärische Festung, um das Tal zu kontrollieren. Due torri di avvistamento, c'era una guarnigione militare che controllava la valle. Später war es bis Ende der 1960er Jahre ein Bauernhof. Samstags traf man sich im Haus des Friseurs, kaufte Zigaretten und Salz und tauschte sich mit den Nachbarn aus. La valle era molto più abitata e piena di vita. Qui il sabato in questa che è la casa del barbiere, il sabato tagliavano i capelli, vendevano le sigarette e il sale e nella casa della torre c'era il fienile, facevano delle feste e quindi tutti gli abitanti della valle arrivavano qui. È stato abbandonato in fine Anfang der 70er Jahre wurde das Dorf aufgegeben. Franco und Anna haben es im Jahr 2000 übernommen und knüpfen seither an dieses Lebensgefühl eines mittelalterlichen Dorfes inmitten des Waldes an. L'idea che chi viene qui ricrea normalmente ognuno per il suo pezzo la vita di un piccolo paesino antico in una valle, in una foresta sperduta nel bosco. Eines Tages, als wir am Fluss Cabrina entlang wandern, meinen wir, ein Stück des Mondes gefunden zu haben. Eine besondere Gesteinslandschaft, die aus silbergrauem Ton besteht, der hier Jenga genannt wird. Die Tonplatten zerfallen einem zwischen den Fingern und man kann damit 1000 Spiele machen. Vielleicht verändert sich der Mond aus diesem Grunde ständig. In den ersten Tagen auf Coloti sind wir die einzigen Bewohner. Doch im Haus von Anna und Franco sind ständig Freunde zu Besuch. Sie bereiten das Dorf für eine Reisegruppe vor, die sich für das Wochenende angekündigt hat. Auch der Garten ist umwerfend. Eines Abends erklärt uns Anna die Sterne. Und dann beobachten wir durch das große Teleskop weit entfernte Himmelskörper. Dieser großartige und funkelnde Anblick wird mir nie zu viel.
In der näheren Umgebung von Koloti gibt es viele interessante Sachen zu erkunden. Eines Abends besuchen wir den Palazzo der Angela Paola de Rossi in Città di Castello. Es ist ein besonderer Abend, weil wir am Tor des Palastes direkt von der grausamen Angela Paola empfangen werden, die aus der Vergangenheit zu uns gekommen ist, um ihre Geschichte zu erzählen. Quando uscivo all'esterno per godermi il paesaggio, ma soprattutto volevo godermi l'assoluto silenzio. Im Garten des Palastes tanzen die Schatten der antiken Bewohner und es kommt uns so vor, als enthüllen sie uns damit ihre Geheimnisse, die so lange Zeit vergessen schienen. Voller Neugier und Erwartung entscheide ich mich am nächsten Tag dazu, eine weitere Reise durch die antiken Geheimnisse in Città di Castello zu unternehmen. Vielleicht gelingt es mir, ein weiteres Geheimnis dieser Stadt zu lüften. Wir gehen durch die unterirdischen Gänge und Tunnel, um verwegen und abenteuerlich den begehrtesten Schatz zu bergen. Im Sandstein finden wir Symbole, Tiere und Wappen und noch einiges mehr. Nun, dank Le Mat, können wir sagen, dass wir Città di Castello und seine Geschichte kennengelernt haben. Am Samstag verlasse ich wehmütig Koloti, aber ich habe mich gut ausgeruht und bin bereit, einen weiteren Teil von Umbrien mit Le Mat kennenzulernen.